Er braucht die Hilfe seines Kollegen, okay. Na, hoffentlich geht ihr jetzt nicht zu hinter uns. Wir sind jetzt hier am Schwarzen Herzen. Das sieht alles irgendwie ungesund aus. Verbotene Magie, in dem Schriften der Weisen steht, dass Zauberkräfte, die Leben geben, in Zauberkräfte umgekehrt werden können, die es zerstören. Wir haben gesehen, wie ein grünes Herz in einem magischen Baum Leben erweckt. Eine Abscheulichkeit, genannt das Schwarze Herz, bewirkt das Gegenteil. Um die lebenvernichtende Wirkung eines schwarzen Herzens umzukehren, bedarf es einer Lösung, die aus einer Phönixfeder und der Essenz des Lebens hergestellt werden kann. Klar, weil ich die Essenz des Lebens auch einfach so hier rumliegen habe. Ja, die Seite fehlt natürlich. Der Ritter. We're finally at the heart of the tree. This is it. Let's undo the dark magic and restore the river. Na dann, los geht's, mein Prinz. Ah. Master, I barely recognize you without your gauntlet. I would gladly give you the black heart, but by your own words, I can give it only when you wear the gauntlet. Perhaps you left the gauntlet in the salon? Okay, wie schön, dass Dinge uns auch noch darauf hinweist, wo wir das alles verloren haben. Ja, okay, wir gehen mal Klavier spielen, krallen uns hier später die Phönixfeder. Der König. König vor der Enthauptung zeigt. Okay, wir gehen mal nach unten. Und dann schmeißen wir die alle mal hier hin, weil wir haben ja jetzt alle, ne? Was machen die hier? Was macht die Karte hier? Okay, also die hier machen. Ah, die blättern. Okay. Oh, fangen wir mal hier an. Ich bin der schwarze Ritter des Menschenreiches. Der Schatten, der für die Sicherheit in unserem Königreich sorgt. Die Bevölkerung der Minotauren wächst und sie werden sich schon bald über unsere Grenzen hinaus ausbreiten. Doch König Glenn unternimmt nichts dagegen. Deshalb gibt es nur eine Lösung. Das Menschenreich braucht einen entschlossenen, starken Führer und keinen netten, aber talentlosen König. Okay. Die Minotauren müssen geschwächt werden, damit sie gezwungen sind, unser Reich anzugreifen. Deshalb trocknen wir den großen Fluss, der ihr Königreich nährt, mit noch nie dagewesener Magie aus. Was nie jemand erfahren wird, ich werde die Minotauren dann in einen Hinterhalt locken und auslöschen. Ich werde die Tore unseres Schlosses für sie öffnen. Wenn dann der Kopf des Königs durch die Axt der Minotauren rollt, werde ich, der wahre Erbe des Throns, bei leichtgläubigen Minotauren durch unsere Streitkräfte... Die leichtgläubigen Minotauren durch unsere Streitkräfte auslöschen lassen? Okay, also der König kommt schon mal hier hin, aber das mache ich erst, wenn ich alles gelesen habe. Das Volk wird niemals erfahren, was getan werden musste, um die Vorherrschaft und Dominanz unseres Reiches zu wahren, denn alle Zeugen, die Königin, der Prinz und die Schlosswachen werden für immer zum Schweigen gebracht. Das ist das Opfer, das unser Reich bringen muss, um zu gedeihen und sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Also niemand wird erfahren, was passiert. Also er, der wahre Erbe. Das ist also wahrscheinlich nicht unser Vater, das ist wahrscheinlich unser General? Also gut, hier, ich hab hier mal mein Gauntlet, also mein Ritterhandschuh. Hail, General Claudius, true king of the human kingdom. Sag ich doch. General Claudius ist das. How can that be? Uncle Claudius can't be behind this. I won't believe it until I see it with my own eyes. Das wirst du sehr bald sehen, mein Freund. So, da muss ein neues Herz hinein. Wir nähern uns langsam dem Ende. Vielleicht spiele ich es ja doch noch durch. Ich bin erst bei 1 Stunde 44. Es ist erst kurz nach 3 Uhr morgens. Also werde das wahrscheinlich doch noch durchspielen. Eine halbe Sonne. Sternbilder? Oh. Das sieht so ähnlich aus wie das Muster, das wir drüben bei uns auf der Arbeit auf dem Boden haben. Ich habe keine
keine Ahnung, was hier drin ist. Blume und zwei Schmetterlinge sind hier auf jeden Fall drin. Eine Blume ist hier drin. Ah, da unten. Aber nichts weiter, ne? Ne, das war's. Sternbilder sind hier drin, aber... Was soll ich denn für ein Sternbild bilden? Muss ich hier alle Dinger zum Leuchten kriegen oder muss ich was Bestimmtes nachbilden? Weil jetzt leuchtet alles. Also, ich muss alles zum Leuchten bringen, okay. Zange, zwei Tikis. Hinten schon mal eins. Da ist die andere Hälfte der Sonne. Ist aber nichts, ne. Zange, Tiki, Alraune und Schlange. Die Zange. Alraune. Ich brauche etwas, um diese winzige Schrift zu vergrößern. Ja, was mit der Lupe hier, aber die ist unvollständig scheinbar. Bildstück. Eine Lupe, eine Schlange. Die Lupe ist hier, ja, hat jetzt doch funktioniert. Eine Schlange? Ein Wandbildstück. Ich sehe nichts davon. Da ist die Schlange. Also, wo ist das Waldbildstück? Ah, das Wandbildstück, das Waldbildstück. Hier! Ach Gott! Wasser, das Herz, ein Symbol, Lebensbaum, Feder, nochmal Symbol. Also hier zweimal Wasser. Zweimal verschiedene Wasser aus der gleichen Quelle oder so. Der Staubumriss zeigen, was hier fehlt. Ja, das haben wir ja. Okay. Aha, ich muss die richtige Reihenfolge. Blau-grün. Blau-grün-rot. Blau-grün-rot-lila. Okay, jetzt kriege ich hier einen Schlüssel für das Nebenzimmer und eine Anleitung. Tränen von meinem Cockatiel, das lege ich dann auf mein Vögelchen, auf meinen Phönix und dann habe ich wieder einen lebendigen Phönix. Okay. Ich muss erstmal 1000 Jahre zurücklaufen. Okay, das Wandbild gibt mir den Baum des Lebens oder das Lebenselixier. Okay, eine Schöpfkelle im Besen, da ist ein Kugelfisch. Oh, wo gehört denn der hin? Keine Ahnung. Auch für den finde ich noch Verwendung. Schöpfkelle, Besenbrille. Podest
Ast, auf dem nichts steht. Ein Molch? Eine Spritze? Was ist das hier alles? Ich rate mir teilweise echt die Sachen nur so richtig hier anklicke. Besen, eine Sanduhr. Und jetzt Basiliskenträne. Die ist ja bestimmt irgendwo dahinter, wo ich sie nicht sehe. Da, da ist irgendwas. Basiliskentränen. Okay, Einhornpulver. Ich muss wahrscheinlich alle Einhörner. Alle. Was? Okay, ich muss alles anklicken, bis auf die Basiliskentränen, ne? Die gehören alle weg. Oder muss ich nur die Basiliskentränen anklicken? Wahrscheinlich nur die. Wählt euch alle ab. Basilisk, Basilisk. Hier und da. Okay, gut. Habe ich jetzt alles? Halt, nee, ich habe nicht alles, weil ich brauche die Basiliskenträne, um mein Vögelchen zurückzuverwandeln, richtig? Schauen wir mal, habe ich denn alles? Wasser habe ich. Das Herz habe ich. Jussi und die anderen zwei Dinge habe ich. Ich habe eigentlich alles, ne? Also erstmal ein Rohrstück. Wasser. Das Herz. Das hier. Das. Eine Chance. Erste Feder. Dann nochmal das Wasser und dann mein Lebenskern. Okay, jetzt habe ich ein Herz des Lebens erschaffen. Und nun? Was mache ich jetzt mit der Suppe da drin? Fernrohr. Also ich setze das mal hier ein, ne? Ist vielleicht gut so? With the truth, we made haste to return. But once we entered the borders, we discovered that the Minotaurs had already infiltrated the castle. Okay, wir sind jetzt wieder daheim. Und wir sind aber auch zu spät gekommen. Oh, ein Marter. Vielleicht kann ich ihn mit Obst weglocken. Drachenfigur. Und dann habe ich das hier noch. Oh ja, Kram. Vogeltränke, sie muss mal sehr schön gewesen sein. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Schau mal nach, was die beiden aushacken. I hope they did not see us. Which reminds me, I have something for you, Sasha. Ja, gib mir das doch mal. Everywhere. But I was once told of a secret tunnel into the kitchens. Follow me. Okay. The green spark is proof that the tree has been healed.
You and Cedric, find a way into the castle while I watch over here. Okay, okay, du bewachst uns. Deshalb durfte ich da gerade nicht hin. Okay, ja, ich sehe schon, dass das hier ran gehört. Jetzt kriege ich eine magische Perle, die rot wird. Sphäre 1 von 3. Aha. Geht nicht zu. Hier irgendwas kann ich. Ja. Hmm.